Also herzlich willkommen, ich bin Alexander wieder mal hier und ich bin gerade auf dem Jungfrau unterwegs, ein bisschen am Spazieren und dachte mir, ich mache mal ein kleines Video bzw. ein Statement. Ja, ich habe gestern, habe ich ein bisschen YouTube ein paar Videos angeschaut gehabt, gehört ja auch zu meinen Aufgaben dazu. Und da ist mir ein Video aufgefallen, da hat einer, ein ehemaliger, ich glaube, Pickup-Coach, hat er sich genannt. Ob der wirklich ein wirklicher Coach war, kann ich euch nicht sagen, weil ich habe ihn nie getroffen gehabt, beziehungsweise habe noch nie was von ihm gehört. Also egal. Aber was mich halt im Video so, sag ich mal, wo ich wirklich hingeschaut habe und zugehört habe, war der Punkt, dass er gesagt hat, Pick Up hätte sein Leben zerstört. Und er wird nie wieder irgendwas mit Pick Up gemeinsam oder nie wieder was damit zu tun haben wollen. Ja, es ist so, also jeder kennt Pickup oder diejenigen, die sich Pickup, also als ich mal Pickup auf diese Szene gestoßen sind, kennen das von der männlichen, von der Männerseite sozusagen, von der jungen Seite her. Man geht raus, schleppt ein paar Frauen ab, hat einen Geschlechtsverkehr mit denen und das war's. Aber der Zweck, die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, da denken die meisten nicht mal dran. Denn im Grunde ist es, also Pickup ist ein Teil von der Persönlichkeitsentwicklung, wo man lernt, etwas sozialer zu werden. Wo man lernt, mit anderen Leuten in Kontakt, leichter in Kontakt zu treten, vielleicht mit einem anderen Geschlecht. Das gilt sowohl für Frauen wie auch für Männer. Denn es gibt auch weibliche Pickup-Artistinnen. Und dementsprechend ist es auch so, also ich möchte am Ende sagen, es ist Pick-up an sich, ist nichts Schlechtes, ist auch nichts Gutes. Es kommt auf die Ansichtsweise drauf an. Wie bei jedem Einzelnen, bei jeden einzelnen Sachen. Im Grunde genauso wie bei Waffen. Manche halten die Waffen für schlecht, die anderen wieder für gut. Denn was man im Grunde damit macht, das ist das Entscheidende, was dann entscheidet, ob das jetzt schlecht war oder gut war. Und um für die Jungs hier oder für die Kinder, also für die Heranwachsenden das zu erklären. Es ist so, Alkohol. Es gibt Leute, die sagen, trinken keinen Alkohol aus Prinzip, weil das und das und das oder das ist schlecht. Alkohol ist schlecht und so weiter. Die anderen trinken das gern, weil die finden Alkohol ganz gut. Das ist eine gute Sache. Inwieweit man die alkoholischen Getränke konsumiert und in welchen Hintergrund man dahinter hat. Das ist dann entsprechend das, was einem gut oder schlecht macht. Denn die Welt ist nicht schwarz-weiß, wie das oft gesagt wird. Deswegen denkt man, die Welt ist dann schwarz-weiß. Das sagst du dann noch. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.